Was passiert jetzt? Schauen wir uns das an. Das war die Situation, die wir eben beschrieben haben, bis 1991. Ja, der Deutschlandfunk hat das aufgearbeitet. Hier sehen wir die Grenze, die Grenzziehung. Deutschland war das Bollwerk gegen die Sowjetunion, den Warschauer Pakt. Und das hatte ich alles eben beschrieben, Leuchtturmfunktion etc. pp. Das Ganze brach zusammen. Ja, und jetzt verschiebt sich diese Grenze nach Osten. Diese Grenze lag jetzt zunächst mal hier bei Polen. Auch jetzt noch. Wir haben jetzt die Situation Belarus, Weißrussland, ist der enge Verbündete nach wie vor von Russland. Die Ukraine heiß umkämpft. Aber eins ist klar. Nach dem Zusammenbruch, nach dem Ende des Krieges, nach dem, was auch immer passieren wird, Belarus wird weiter der Dorn hier sein. Belarus wird weiterhin die direkte Grenze zu Polen bilden. Die Ukraine, man weiß es noch nicht, wie es da weitergeht. Völlig offen, wie am Ende die Situation der Ukraine ist, ob sie noch in ganzer Form existiert, ob sie geteilt wird. Natürlich, die ukrainischen Politiker sind fest davon überzeugt, dass sie den Russen wieder an seine Grenzen zurückschmeißen kann. Ausschließen kann man es nicht, aber wir werden sehen, wie es ausgeht. Im Moment kann man davon nicht ausgehen, dass das zwingend so passiert. Das heißt, ja, wer ist denn jetzt der neue Frontstaat? Die Polen. Polen ist der neue Frontstaat. Natürlich auch Estland, Lettland, Litauen, aber das sind klein, die sind zu klein, mit denen kannst du nicht viel anstellen. Aber Polen, naja, eigentlich sind sie fast zu klein. Mit 30, 35 Millionen Einwohnern, die bräuchten noch ein paar mehr, wie Deutschland mit 80 Millionen, Frankreich mit 70 Millionen, Polen idealerweise, aber da kommen wir gleich noch dazu. Aber Polen ist auf jeden Fall das neue Bollwerk an der Grenze zu Weißrussland, zu dem umstrittenen Ukraine, wie auch immer das aussehen mag. Und daraus ergibt sich natürlich was sehr Spannendes. Die Funktion, die Deutschland bisher hatte, bis 1991 hatte, als Bollwerk gegen den Russen, das ist jetzt Polen. Die Macht verschiebt sich, die Interessen der Amerikaner, die Liebe der Amerikaner wandert jetzt nach Polen. Und genau das beschreibt beispielsweise die Washington Post, ganz unlängst, ganz aktueller Artikel. How Poland became the new center of gravity in Europe. Wie Polen das neue Gravitationszentrum in Europa wurde. Genau das, was wir eben beschreiben. Der Krieg in der Ukraine hat einen geopolitischen Wechsel in Europa eingeleitet, und hat das Gravitationszentrum der NATO verschoben. Weg von seinen traditionellen Ankerstaaten in Frankreich und Deutschland, nach Osten, zu den Ostländern, Polen und seine baltischen Nachbarn. Genau, was ich eben versucht habe zu beschreiben. Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen und jetzt verschiebt sich das Zentrum des amerikanischen Machtinteressen und damit auch der wirtschaftlichen Unterstützung in den kommenden Jahren und Jahrzehnten, solange Polen das Grenzland zum bösen Russen ist, wird sich jetzt dieses massiv nach Polen verschieben. Man wird Polen pampern und aufbauen. Bleibt die Frage, welches Polen?